Live zugeschaltet aus Berlin ist mir jetzt Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs, Redner auch bei der gerade stattfindenden Netzkonferenz Republika. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ich meine, Sie sehen also, der BND, der spioniert in ziemlich großem Umfang für die NSA. Wie sehr beunruhigt Sie das? Na, für Beobachter der Szene ist es nicht so überraschend, dass der BND im Wesentlichen eine Außenstelle der NSA ist, schon aus der Historie heraus und auch aus der jüngeren Geschichte heraus. Ist aber schon einigermaßen empörend zu sehen, dass die Bundesregierung das jetzt auch noch in einem Maße deckt, dass sogar die deutsche Industrie sich gezwungen sieht, da zu protestieren. In welcher Position ist die Regierung denn da? Irgendwie muss sie ja da einen Spagat leisten. Einerseits arbeitet der Bundesnachrichtendienst für sie und andererseits darf sie gewisse Dinge wahrscheinlich gar nicht genehmigen. Die Bundesregierung wird meines Erachtens schlicht und ergreifend erpresst. Also wenn man sich anguckt, was die Amerikaner sagen und was auch die NSA-Apologeten in der deutschen Presse sagen, die sagen, entweder ihr duldet, dass ihr ausspioniert wird und helft uns dabei, andere auszuspionieren, oder wir geben euch keine Informationen mehr darüber, wie man Terroristen fangen könnte. Das würde man schlicht und ergreifend Erpressung nennen. Und diese Position ist eigentlich für die Bundesregierung völlig unhaltbar. Insbesondere jetzt, wo es darum geht, vor dem Ausschuss, dass die Selektorlisten, also die Fragen, die die NSA an die Datenbanken des BND gestellt hat, öffentlich werden oder zumindest dem NSA-Ausschuss zugänglich werden, damit wir wissen können, was die Amerikaner eigentlich bei uns spioniert haben mit Hilfe des BND. Aber damit begibt sich ja der BND und auch die Regierung in eine komplette Abhängigkeit von den Amerikanern. Damit tun sie sich doch selber überhaupt keinen Gefallen. Das ist eine interessante politische Frage. Bisher haben sie diese Linie weitgehend durchgehalten, zu sagen, wir brauchen die Amerikaner, wir brauchen deren Informationen, ohne die können wir nicht arbeiten. Belegt ist es bisher nicht. Also wir wissen einfach als Öffentlichkeit nicht, ob das nur eine bloße Behauptung ist oder ob es tatsächlich der Fall ist. Und selbst wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, ist schon die Frage dabei, ob sich die Bundesregierung halt in so einer Art und Weise erpressen lässt. Ich meine, innerhalb Europas steht da viel auf dem Spiel, weil die vielen Freunde, die angeblichen, ja, die fühlen sich natürlich jetzt ja verprellt. Ich meine, Merkel muss da jetzt viel Schadensbegrenzung ja betreiben, oder? Ich vermute mal, die Gespräche zumindest mit den Franzosen und den anderen betroffenen europäischen Ländern dürften eher unangenehm sein. Eigentlich gehört das wahrscheinlich irgendwie zum Handwerkszeug einer Kanzlerin, sich um solche Probleme zu kümmern und dann irgendwie zumindest irgendwie um Frieden zu bitten an der Stelle. Allerdings ist halt eben schon die Frage, wer da wessen Freund ist und ob sich die Bundesregierung wiederholt und nochmal in diese Position begeben will, dass man fortlaufend sich permanent für einen außer Kontrolle geratenen Geheimdienst entschuldigen muss, ob man das immer weiter wiederholen möchte. Und aus meiner Sicht ist es halt dringlich an der Zeit, da politische Lösungen zu finden und halt Dienste, die halt nicht unter politische Kontrolle zu bringen sind, im Zweifel aufzulösen oder hart an die Kandare zu nehmen. Aber interessant ist ja, dass gerade heute die Franzosen in der Nationalversammlung entschieden haben, die Rechte der Geheimdienste auszuweiten, also ihre Spionage einfach zuzulassen, ohne dass sie dafür überhaupt einen richterlichen Beschluss bräuchten. In welche Richtung entwickelt sich das? Na, was wir da sehen, ist halt die panische Reaktion eines Landes, das halt irgendwie schlimme Terroranschläge erlebt hat. Und die Reaktion darauf ist halt häufiger die Ausdehnung der Überwachungsbefugnisse, obwohl nicht mal klar ist, dass diese Ausdehnung der Überwachungsbefugnisse solche Anschläge verhindert hätte. Also wenn wir uns angucken, mit welchen Mitteln in der Vergangenheit Terroranschläge verhindert wurden oder aufgeklärt wurden, war es in der Regel gute alte Polizeiarbeit. Und selbst Insider wie der ehemalige NSA-Chef haben mir gegenüber zugegeben, dass also die massenweise Überwachung eigentlich nur so ein Puzzlestein ist, irgendwie ganz nützlich. Manchmal hilft sie, aber das ist jetzt nicht sozusagen das allheilig machende Mittel ist, um den Terrorismus zu besiegen. Und dass die Franzosen diesen Weg gehen und also den Weg in die Überwachungsgesellschaft gehen und sich von den Terroristen quasi einschüchtern lassen, ihre Freiheiten aufzugeben, finde ich sehr bedenklich. Sie sagen gute alte Polizeiarbeit. Jetzt hatten wir aber gerade hier in Deutschland eben dieses Radrennen, was in Frankfurt abgesagt wurde, weil eben gewisse Daten abgehört werden konnten, Telefondaten. Da ist doch klar, dass die Öffentlichkeit sagt, ja super, dann soll es doch weitergehen in diese Richtung. Na, wenn wir da genau hinschauen, war genau das nicht der Fall, sondern was da passiert ist, ist, dass im Rahmen der sogenannten Grundstoffüberwachung, wo aufgezeichnet werden muss, wenn bestimmte Substanzen, die für Sprengstoffe verwendet werden können, gekauft werden, eine Auffälligkeit auffiel, nämlich dass offenbar jemand
hinreichend auffällig Sachen eingekauft hat, sein Name aufgezeichnet wurde, der Name falsch war und dann gezielt abgefragt wurde, wessen Telefon war zu dieser Zeit an der Zelle, die zu diesem Baumarkt gehört hat, an der Mobilfunkzelle. Das heißt, es handelte sich nicht um eine Massenüberwachung, sondern tatsächlich um den gezielten Eingriff aufgrund eines konkreten Verdachtes. Und dagegen ist ja wenig einzuwenden. Aber Herr Rieger, ich meine, es ist ja klar, dass Geheimdienste im Geheimen arbeiten und auch spionieren müssen, andere ausspähen müssen. Wo sind denn Ihrer Meinung nach da die Grenzen? Die Grenzen sind ganz klar dabei, wo niemand mehr die Kontrolle darüber hat und den Überblick darüber hat, was da passiert. Was wir gerade sehen im Parlament, ist, dass die Parlamentarier das Gefühl haben, dass sie keinerlei Kontrolle mehr darüber haben, was diese Dienste tun, dass sie in permanent Sachen verschwiegen und vorenthalten werden. Und das Mindeste, was passieren muss, ist jetzt tatsächlich die Geheimdienstkontrolle, die parlamentarische Geheimdienstkontrolle massiv zu stärken, wie es auch in anderen europäischen Ländern der Fall ist, dass es zum Beispiel ein Gremium gibt, was aktiv im Auftrag des Parlaments in alle Vorgänge bei den Geheimdiensten hineingucken kann und das Parlament im Zweifel informieren kann, wenn da Dinge vorliegen, die halt Recht und Gesetz widersprechen. Ein weiterer Punkt ist, dass die internationale Kooperation der Geheimdienste, also wer welche Daten bekommt von uns und also vom BND, dass die politischer Kontrolle unterliegen muss. Momentan ist es so, dass die Verträge über diese internationale Kooperation werden nicht auf politischer Ebene geschlossen, sondern zwischen den Geheimdiensten. Das hatte damals ja sogar der damalige Kanzler und Staatssekretär Poffaler, Kanzleramtsminister Poffaler, so gesagt, dass die Verträge mit der NSA vom BND ausgehandelt wurden und die Bundesregierung im Wesentlichen nur grob informiert wurde. Und das sind natürlich Zustände, die halt überhaupt nicht tragbar sind. Wenn so ein Geheimdienst im Clandestin arbeitet, dann muss er sich von einer Instanz kontrollieren lassen, die dazu auch wirklich in der Lage ist. Herr Rieger, ich danke Ihnen. Danke nach Berlin und ja, interessante Stunden noch bei dieser Konferenz Republika. Vielen Dank.